Ja, da. Ja, hier ist Ralf. Wir wünschen Sie bitte. Ralf, hier ist Karin. Holst du meine Mutter an den Apparat? Oh, hol sie schnell. Bitte. Hol sie schnell. Ja, im Moment bitte. Mama. 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 Was ist denn los? Bist du betrunken? Passiert. Wo ist sie denn? Hat sie gesagt, was sie will? Nein, sie hat nichts gesagt, Frau Bischof. Karin? Karin! Karin, wo bist du denn? Melde dich doch! Mama! Hallo, wer ist dort am Apparat? Hallo! Nun melden Sie sich doch! Wir müssen die Polizei verständigen! Ist gerade ein junges Mädchen gestorben. Was machen Sie denn da? Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen nicht zum Telefonieren darauf kommen. Ich will das nicht! Entschuldigen Sie, Frau Peier. Entschuldigen Sie. Die Karin hat angerufen. Jemand sagt, sie sei tot. Dann hat sie sich drüben vom Zigarettenautomaten reingeschleppt und ihre Mutter angerufen. Der Wirt? Die Zeugen, was sagen die? Ja, sie ist hier reingekommen und hat gesagt, darf ich mal telefonieren? Darf ich mal telefonieren, hat sie gesagt. Sonst nichts. Als sie reinkam, hatte ich ja gar nicht gesehen, dass sie verletzt war. Ja, und dann sagte sie noch, ruf mal die Mutter an den Apparat. Ja, schnell. Es war so, als jetzt werden sie mich für verrückt halten. Als wolle sie gar keine Hilfe. Als wolle sie sich von ihrer Mutter verabschieden. Verabschieden? Sie haben mich nach meinem Eindruck gefragt. Und das ist er. Hier? Ja, sie hatte gerade Zigaretten aus dem Automaten gezogen. Erschoss. Ja, kommen Sie. Die Aussagen des Wirtes sind auch nicht gerade sehr ergiebig. Ist Frau Winter? Ist das Ihre Tochter, Frau Winter? Wer hat das gemacht? Frau Winter, Ihre Tochter wurde auf der Straße niedergeschossen. Trotz einer sehr schweren Verletzung hat sie sich hier in dieses Lokal geschleppt. Nicht um Hilfe zu rufen, sondern um zu telefonieren. Mit Ihnen zu telefonieren. Können Sie sich vorstellen, warum? Warum? Wenn sie den Mörder erkannt hat, was ja absolut möglich ist, dann hätte sie es doch dem Wirt sagen können. Also warum? Ich weiß es nicht. Wo wohnen Sie, Frau Winter? Nicht weit weg von hier. Die übernächste Straße. Sie war auf dem Weg nach Haus. Und von wo ist sie gekommen?
von der Arbeit. Sie ist Lehrling in einem Geschäft. Kommt sie immer um diese Zeit? Ja. Wie kommt sie? Zu Fuß? Nein. Mit der Straßenbahn. Fährt sie immer mit der Straßenbahn? Ja. Wie alt ist Ihre Tochter? 17. Sie ist 17. Um einen 17-jährigen Mädchen so kaltblütig. Ich meine, da muss es doch Gründe geben. Kennen Sie solche Gründe, Frau Winter? Wir bringen Sie nach Hause. Bei Ihnen wurde angerufen? Bei meiner Schwester. Ich wohne bei meiner Schwester einen Stock höher. Karin ist tot, Ott. Ja, ich sage ja. Ich bin ganz entsetzt, Anna. Beruhige dich doch, Anna, bitte. Wer war denn das? Und stimmt das erschossen, habe ich gehört? Dann lass mich doch los. Du musst jetzt einen klaren Kopf behalten. Wer hat sie denn umgebracht? Das wissen wir noch nicht. Ach, das wissen Sie. Hör auf zu weinen, bitte. Hör auf zu weinen. Weiterbringen, Frau Winter. Kommen Sie, komm mit. Ja, können wir mal zu Ihnen raufgehen? Zu mir? Wieso? Na, irgendjemand wird dir den Anruf von Karin Winter entgegengenommen haben. Mein Neffe, das war mein Neffe. Bitte. Das ist meine Schwester, Frau Pajak. Guten Abend. Guten Abend. Die Polizei, Margit. Was wollt ihr denn bei uns? Ja, weil doch telefoniert worden ist, deswegen. Ralf, komm mal her. Das ist mein Neffe. Guten Abend. Er hat die Mutter aufgeholt, das ist alles. Ja, er war allein in der Wohnung, als Karin angerufen hat. Ralf, weißt du? Ja, komm her. Was hat denn Karin zu dir gesagt? Hm? Ja, ich fragte, wer ist da? Da sagte sie, ich bin es, Ralf. Hol bitte meine Mutter herauf, hol sie schnell. Sonst hat sie nichts gesagt? Nein. Sie hat nicht gesagt, warum sie ihre Mutter sprechen wollte? Nein. Ja, danke, Ralf. Frau Pajak, wie gut kennen Sie Frau Winter? Wie gut? Wie man eben Leute kennt, mit denen man im gleichen Haus wohnt. Sie wohnt ja unter uns. Aber Sie haben keine nähere Beziehung zu ihr. Mit der? Wirklich nicht. Und Sie? Ja, auch nicht. Keine besonderen. Ne? Sie ist in dem Haus bewohnt, man sieht sich, man trifft sich, man spricht miteinander. Zum Telefonieren ist sie manchmal raufgekommen. Was ich überhaupt nicht gerne erlaubt habe. Das Weib ist doch... Ist doch mannstoll. Margret. Ach, die ist doch hinter allen Männern her. Was du am allerbesten wissen musst. Wenn er es so genau weiß, dann muss er Frau Winter doch wohl etwas näher kennen. Sie ist eben auch hinter ihm her gewesen. Das ist alles, was ich damit sagen will. Und was ist mit Karin? Was können Sie denn erwarten bei der Mutter? Das war vielleicht ein Früchtchen, die hat gelogen und gestohlen. Die haben Sie doch in die Fürsorge gesteckt. Da gibt's doch Akten. Wenn Sie von der Polizei sind, dann müssten Sie das doch wissen. Mich wundert es jedenfalls nicht, dass das jetzt passiert ist. Weil es logisch ist. Wir kommen sicher noch einmal zu Ihnen herauf. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Chef, ich kann mit der Frau schlecht reden. Sagen Sie mal, hat die was mit dem Mann da oben? Wieso hat sie das gesagt? Nein, aber ich werde nicht schlau draus. Sie will dauernd aufziehen. Was mit der Tochter? Hat sie Freunde oder Freundinnen? Ja, ja, natürlich, aber keine richtigen Freundschaften. Die Frau Winter kennt nicht mal den Namen. Niemand, der ihre Tochter besucht hat oder mal abgeholt hat?
Aber ein Mädchen mit 17 sitzt doch nicht dauernd zu Hause. Ist sie nicht mal weggegangen, ausgegangen? Doch, aber ich weiß nicht, wohin. Hat sie nichts erzählt? Doch, aber ich habe nicht behalten, wohin sie gegangen ist. Sie hat alles Mögliche gemacht, aber ich weiß nicht, was. Sie sind verheiratet, Frau Winter? Mein Mann ist vor 10 Jahren gestorben. Und seitdem leben Sie mit Ihrer Tochter allein? Ja. Arbeiten Sie irgendwo? Ja, in einer Großküche. Warum war Karin in der Fürsorge? Weil sie nicht in die Schule gegangen ist. Das war vor 2 Jahren. Da musste sie doch noch zur Schule. Sie ist nicht gegangen. Sie wollte nicht. Ich konnte machen, was ich wollte. Und weil sie gestohlen hat. Ach so. Was hat sie gestohlen? Alles Mögliche. Geld. Die verrücktesten Sachen. Sie nahm Kindern Bälle weg. Können Sie sich sowas vorstellen? Ich weiß nicht, warum sie das getan hat. Wenn Sie eine Erklärung wollen, ich hab keine. Nicht, dass Sie denken, ihr hat was gefehlt. Gar nichts hat ihr gefehlt. Ein Bett hat sie gehabt, ein Tisch, ein Stuhl, alles. Und zu essen. Was meinen Sie, was ich abends aus der Küche mitgebracht habe? Hühner, Schweineschnitzel. Mama hat sie gesagt, ich kann nicht mehr. Und ich habe sie gefragt, warum stiehlst du? Du hast doch wieder gestohlen. Warum warst du nicht in der Schule? Warum denn nicht? Erklärung habe ich keine. Wo hat Karin geschlafen? Ja, ein eigenes Zimmer hat sie gehabt. Wollen Sie es sehen? Mhm. Eigenes Zimmer. Dürfen wir uns mal umschauen, Frau Winter? Bitte. Danke. Schulhefte. Sie hat ihre Schulhefte aufgehoben. Sehr hübsche Schrift. Ach, das ist ja sehr hübsch. Gut gezeichnet. Meiner Mama gewidmet herzlichst Karin. Fotochef. Sagen Sie, Frau Winter. Frau Winter? Frau Winter! Wollen Sie meinen Bruder nicht endlich in Ruhe lassen? Lass sie doch, Margret. Das wäre doch völlig falsch, wenn du jetzt... Ich meine, wo die Polizei? Die Polizei noch da? Du siehst doch, wie sie ist jetzt. Am besten, ich bringe sie jetzt runter. Den Zustand, Margret. Komm, Anna, komm. Komm, ich bringe dich runter. Siehst, die Frau ist völlig außer sich. Kann man ja verstehen. Am besten, du gehst schlafen, Mann. Kannst du doch nicht mehr auf den Beinen halten, das sieht man doch. Bitte. Komm, ins Bett. Bleib bei mir. Nicht. Geh nicht weg. Bei dir bleibst bleiben, du bei mir. Anna. Otto, bitte schlaf hier unten. Wie kommst du darauf? Hier können Sie heute nichts mehr anfangen. Ich frage Sie noch einmal, wie gut kennen Sie Frau Winter?
Wieso? Hat sie was gesagt? Was hat sie denn gesagt? Da liegt ein Rasierapparat. Ist das Ihre? Ich schlafe manchmal hier, ja. Weil Sie wissen doch, dass sie hinter meiner Nähe ist. Und manchmal eben. Aber das kann man mir doch keinen Vorwurf machen, wenn ich mal hier schlaf. Es tut ja auch keiner, Herr Pajak. Ja, was interessiert Sie das denn? Weil wir dann annehmen können, dass Sie die Verhältnisse hier sehr gut kennen. Was wissen Sie über Karin Winter? Karin? Sie wissen doch, dass sie bei der Fürsorge war. Hm. Was für einen Umgang hatte sie denn? Umgang? Was weiß ich? Also ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen. Was ist denn los? Warum kommst du nicht rauf? Sie hat sich jetzt hingelegt, Margret. Ja, was willst du denn noch hier? Er kann doch rauf, oder? Ja, das kann er. Also dann, gute Nacht, Herr Pajak. Gute Nacht. Der Mann ist ganz interessant. Ja, das finde ich auch. Kann ich was für Sie tun? Ich habe doch Karins Stimme noch gehört am Telefon. Weit weg. Warum war sie denn so weit weg? Der Hörer war ihr aus der Hand gefallen. Sie lag auf dem Boden. Ja. Wir werden sie morgen wieder aufsuchen, wenn sie sich besser fühlen. Auf Wiedersehen. Geh weg vom Fenster, Inge. Du siehst ihn ja gleich. Fräulein Möller? Ja? Fräulein Möller! Polizei will Sie sprechen. Polizei? Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Mein Name ist Keller, Kriminalkommissar. Das ist mein Mitarbeiter, Herr Klein. Wir kommen in der Sache Karin Winter. Karin Winter? Ja, nach Auskunft des Jugendamtes war sie vor 2 Jahren hier, in diesem Haus. Ja, ungefähr einen Monat. Ich erinnere mich genau, ganz genau. Was ist mit Karin? Sie ist tot. Sie ist gestern Abend ermordet worden. Ermordet? Ja. Erschossen auf der Straße, ganz in der Nähe von ihrer Wohnung. Auf der Straße erschossen? Ja, der Täter ist unbekannt und wir sind hier, weil wir hoffen, von Ihnen ein paar Informationen zu bekommen. Über Karin Winter. Entschuldigen Sie, Herr Kommissar. Nehmt sie das so mit? Ja. Ja, das tut es. Weil ich hatte eine besondere Beziehung zu ihr. Gerade zu diesem Mädchen. Was macht die Mutter? Ach, Sie kennen sie? Ja, ich kenne sie. Ich kenne die Verhältnisse. Ich sollte Ihnen das vielleicht erklären. Karin Winter wurde bei uns eingewiesen, weil sie hatte gestohlen. Sie schwänzte die Schule. Die Mutter arbeitete den ganzen Tag. Die Gefahr der Verwahrlosung schien gegeben. Ich erinnere mich sogar an den ersten Abend, den Karin bei uns verbrachte. Es war gegen 9. Ich saß hier an meinem Schreibtisch. Da kam meine Kollegin Frau Strauß herein. Jetzt kommen Sie mal. Ich werde einfach nicht fertig mit der. Die Neue, die Winter, will sich nicht ausziehen. Ich ging sofort hinüber in den Schlafsaal. Karin stand am Bett. Alles in ihr war einfach blockiert. Totale Abwehr. Ein völlig blindes Sich-Sträuben. Sie war nicht ansprechbar. Nun zieh dich endlich aus.
Geh in den Waschraum. Lassen Sie. Bitte gehen Sie hinaus. Wie Sie wollen. Sie haben ja Psychologie studiert. Sehen Sie zu, wie Sie mit ihr fertig werden. Warum willst du dich hier ausziehen, Karin? Ich will nach Haus. Wo ist denn dein Koffer? Hier ist er. Hier. Ist er gepackt? Ich habe ihn gar nicht ausgepackt. Komm mit. Was haben Sie gemacht? Ich habe Sie zunächst einmal mit in mein Zimmer genommen. Warum willst du nicht hierbleiben? Ich will zu meiner Mutter. Hat deine Mutter dich nicht hergebracht? Meine Mutter doch nicht. Ich bin abgeholt worden. Aber deine Mutter muss doch einverstanden gewesen sein. Nein. Ich schau mal nach. Willst du rauchen? Da liegen Zigaretten auf dem Tisch. Da steht auch was zu trinken. Schenk dir ein. Setz dich doch hin. Ich musste die Akten nicht lesen. Ich kannte sie. Die Mutter war die treibende Kraft gewesen. Von ihr war der Antrag ausgegangen. Die Frau war alles Mögliche. Aber eins war sie gewiss nicht. Eine Mutter. Oder was man sich gewöhnlich darunter vorstellt. Sie hatte andauernd irgendwelche Männergeschichten. Wo ist deine Mutter? Es ist 9:30. Schläft sie schon? Nein, um 9:30 doch nicht. Sie schläft bestimmt noch nicht. Lass den Koffer stehen. Wir sprechen erst mit ihr. Du kannst ihn dann ja immer noch holen. Ich bin dann mit Karin zu ihrer Mutter gegangen, die allerdings nicht zu Hause war. Aber dies alles wird für sie nicht von Interesse sein. Doch, erzählen Sie nur weiter. Karin bestand darauf, ihre Mutter zu suchen. Sie wusste wohl, wo sie sich aufhielt. Es kamen da 2-3 Lokale in Frage, wo man die richtigen Bekanntschaften macht. Da traf mir dann Frau Winter. Sieh, da ist meine Mutter. Sie will gerade weggehen. Sie hat jemanden. Nein, bitte, sie soll uns nicht sehen. Sie nimmt ihn mit nach Hause. Kennst du den Mann? Nein, sie hat ihn hier kennengelernt. Sie geht ja hierher, deswegen. Ich gehe wieder mit Ihnen zurück. Ins Heim? Sie sehen ja, ich kann jetzt nicht nach Hause. Sie hat jemanden. Ich kann ja jetzt nicht durch ihr Schlafzimmer. Karin ging mit mir hierher zurück. Sie zog sich aus.
Sie legte sich schlafen, ohne jeden Widerspruch. Und sie hat es einfach so hingenommen, dass ihre Mutter irgendwelche Männer mit in die Wohnung brachte? Ja. Um es genau zu sagen, sie freute sich darüber, dass ihre Mutter Erfolg gehabt hatte. Dass sie, sagen wir es ganz offen, einen Mann aufgerissen hatte, den sie mit nach Hause nehmen konnte. Und ins Bett natürlich. Haben Sie eine Erklärung dafür? Sie liebte ihre Mutter. All ihre Vergehen, die Diebstähle. Was hat sie gemacht mit dem Geld? Sie hat ihrer Mutter Geschenke gemacht. Schmuck, Ringe, billigen Schmuck, gar nichts Aufregendes. Und was sie gestohlen und nicht verschenkt hat, sondern behielt. Für sie waren es wie Geschenke, die ihre Mutter ihr gemacht hat. Das sind Auswege, Herr Kommissar, von Liebe, die nicht erwidert wird. Guten Tag, Frau Winter. Guten Tag. Na nun, Sie sind ja ganz außer Atem und auch ein bisschen enttäuscht. Haben Sie jemanden anderen erwartet, ne? Nein, nein, ich habe niemanden erwartet. Ja. Dürfen wir hereinkommen? Ja, bitte. Sie sind heute gar nicht arbeiten gegangen, nicht wahr? Nein, wie soll ich denn arbeiten gehen? Bei diesen Laufereien, die ich habe. Ein Grab muss ich besorgen und einen Sarg und alles, was so dazugehört. Man weiß ja gar nicht mehr, was man zuerst machen soll. Ja, hilft Ihnen denn da niemand? Helfen mir? Hm? Wer soll denn mir da helfen? Na, ich könnte mir vorstellen, dass Herr Pajak Ihnen helfen könnte. Haben Sie ihn gesehen? Wissen Sie, wo er ist? Ja, ist er nicht oben? Ich weiß es ja nicht. Ach, die sagt mir ja nicht die Wahrheit. Wer sagt Ihnen nicht die Wahrheit? Seine Schwester. Die macht mir ja gar nicht erst auf. Gehen Sie weg, sagt sie. Gehen Sie weg. Warum kommt denn Otto nicht runter, frage ich. Gehen Sie weg, gehen Sie weg. Wollen Sie nicht raufgehen? Gehen Sie rauf. Bei Ihnen muss sie ja aufmachen. Und sagen Sie ihm, er soll runterkommen. Sagen Sie ihm, ich warte darauf. Wieso soll Pajak eigentlich runterkommen? Bloß weil er hier manchmal geschlafen hat? Geschlafen hat? Er hat hier gewohnt. Er war hier zu Hause. Gehen Sie rauf, Herr Kommissar. Und sagen Sie ihm, ich verlange, dass er runterkommt. Gut. Das mache ich. Darf ich erwarten? Verzeihen Sie, hier ist Kommissar Keller. Entschuldigung. Was ist denn? Was wollen Sie? Guten Tag, Frau Pajak. Guten Tag. Ist Ihr Bruder da? Sie hat Sie wohl aufgeschickt. Ja, sie verlangt, dass Ihr Bruder herunterkommt. Sie verlangt? Ja, sie hat gesagt, sie verlangt. Wie kann denn die verlangen? Sag, dass ich runtergehen muss. Die ganze Zeit sage ich das, aber du stehst dir wie ein Hund vor der Tür. Ich komme runter. Sagen Sie, dass ich runterkomme. Ich hole meine Jacke. Ja. Hole doch schon meine Jacke. Siehst du denn nicht? Dabei sitze ich gerade über eine Arbeit, die ich dringend abliefern muss. Dann bleib doch hier. Hast du nicht gehört? Ein paar Mal, die ich da unten geschlafen habe. Was denken Sie sich denn, was das ist? Das ist doch nichts. Der hat ganz falsche Vorstellungen. Ja, dann gehen Sie doch wieder hinauf. Was ist denn los, Anna? Warum kommst du denn nicht herum? Weil ich an der Arbeit sitze deswegen. Weil ich die in einer Stunde abliefern muss. Und ich sitze hier und muss überlegen. Was musst du denn überlegen, Anna? Mit dem Pfarrer muss ich sprechen. Blumen. Was soll ich denn da nehmen? Gut. Irgendwas, das ist doch egal. Also, ich muss jetzt wieder nach oben. Du bleibst hier. Aber wenn das doch noch heute in Druck muss. Ich will, dass du hier bleibst.
Warum setzt du dich denn nicht hin? Setz mich an. Willst du was denn? Weil du was da hast. Siehst du, dass ich was habe? Danke, Anna, danke. Holst du deine Anzüge wieder herunter? Meine Anzüge? Geh, hol sie herunter. Jetzt? Ja, damit sie wieder in den Schrank kommen, wo sie waren. Sie waren doch immer da. In Ordnung, Anna, wenn du meinst. Schuhe, Hemden, alles hast du mit hinaufgenommen. Ist in Ordnung, Anna, ich hol sie. Kann sie holen. Es ist wegen Margret. Die sagt immer, komm rauf. Und wenn er oben ist, geh nicht hinunter. Jetzt holt er alles wieder runter. Wie lange kennen Sie Pajak schon so gut? Ja, auf den Tag erinnere ich mich ganz genau. Nein, es war nicht am Tag. Es war an einem Abend. Nein, Abend war es auch nicht. Es war in der Nacht. Ich bin gerade heimgekommen mit einem Bekannten. Warum machst du denn kein Licht? Psst. Warte. Ich ging erst ins Schlafzimmer, weil... denn schon wieder in meinem Bett. Du hast ein Zimmer und du hast ein Bett. Ich hab gedacht, du bist allein. Wenn du nicht allein bist, ich gehe. Ja. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, ist gut. Gute Nacht. Der Mann war betrunken. Ich wusste nicht, wie sehr er betrunken war. Ich nehme sie nicht mit rauf, wenn sie betrunken sind, weil sie dann auf einmal spielen die verrückt. Und der auch, der spielte auch plötzlich verrückt. Der schlug wie ein Verrückter auf mich ein. Kanil, hilf mir! Kanil, lass los, du! Du Vieh, du verdammter Kerl! Los, lass sie! Lass los! Lass meine Mutter los! Du sollst Kanil! Hol Hilfe! Hol Hilfe, Kanil! Sie hat Pajak geweckt. Er kam an die Tür. Und Pajak kam gleich runter. Aber der Kerl hatte es mit Angst zu tun gekriegt. Der war schon weg. Auf und davon. Mama, liebe Mama, hab ich Angst gehabt. Ist alles in Ordnung, Mama? Mama, ist alles in Ordnung? Mama. Ja, ist ja schon gut. Der Kerl ist schon weg. Komm, komm, steh auf. Komm. Lass mich doch aufstehen. Guten Abend, Herr Pajak. Guten Abend, Frau Winter. Guten Abend, Frau Winter, sagte er. Er war etwas aufgeregt. Ich war ja auch ziemlich... Ja, ich saß ja da, halbnackt. Warum nehmen Sie denn Männer mit rauf, fragte er. Darf ich nicht, sagte ich. Ja. So habe ich ihn kennengelernt. Wie lange ist das her? Ein halbes Jahr. Am nächsten Tag war er gleich wieder da. Nur mal reinschauen, wie ich so alles überstanden habe. Und da wusste ich, was er wollte. Bleib doch oben! Verstehst du denn nicht? Verstehen, verstehen! Da sind sie da. Da sind die Anzüge. Bist du nun zufrieden? Ja. Natürlich. Komm, ich helfe dir dabei, ja? Na, was habt ihr festgestellt? Also,
Chef. Der Mann ist Zeichner und Grafiker, arbeitet für Werbefirmen, für Druckereien. Er ist fleißig und pünktlich. Und er ist bürgerlich, ist, genau wie seine Schwester. Bei uns keine Schulden, nicht? Ja, völlig unauffällige Leute, Chef. Gut, dann geht jetzt noch mal rauf zu Frau Pajak und fragt nach der Beziehung, die zwischen ihrem Bruder und Frau Winter besteht. Ja. Und sie soll die Wahrheit sagen. Ja. Und Sie werden jetzt auch die Wahrheit sagen. Warum sind Sie so widerstandslos mit Ihren Anzügen hier heruntergekommen? Wieso? Was haben Sie dagegen, dass ich meine Anzüge in den Schrank hänge? Da waren Sie nämlich. Ich habe doch hier unten gewohnt. Anna. Herr Pajak, lieben Sie Frau Winter? Sie haben doch gehört, dass ich hier gewohnt habe. Ich habe hier unten gewohnt. Sie selber haben doch meinen Rasierapparat gesehen. Warum sagst du denn nichts? Ich habe Sie gefragt, ob Sie Frau Winter lieben. Lieben? Nach diesem Abend, von dem Sie mir erzählten, kam er also herunter und besuchte Sie. Ja, er verbrachte jede freie Minute hier unten. Wenn seine Schwester es nicht sah, denn die durfte nichts davon wissen. Es war eine Zeit, in der ich sehr glücklich war. Es war eine Zeit, die mich daran erinnerte, wie es war, als mein Mann noch lebte. Ich hatte gar keine Lust, wegzugehen abends. Sonst konnte ich es nicht erwarten, rauszukommen, weil mir die Decke auf den Kopf fiel. Jetzt war alles anders. Warum hast du denn nur für zwei gedeckt? Ist Karin nicht da? Doch. Karin! Karin! Herr Pajak ist da! Hockt sie ganz allein in ihrem Zimmer? Sie soll doch mitessen mit uns. Guten Abend, Herr Pajak. Dann Karin. Ich habe gerade gesagt, dass du mit uns essen sollst. Sie will doch lieber in ihrem Zimmer bleiben. Nicht wahr, Karin? Du willst doch lieber in deinem Zimmer bleiben. Ja, ich will lieber in meinem Zimmer bleiben. Kommt gar nicht in Frage. Wo sind denn die Teller? Darf ich Ihnen jetzt die Frage stellen? Lieben Sie Herrn Pajak? Ich sagte doch, es war alles plötzlich ganz anders. Alles war auf einmal ganz anders. Bleibst du jetzt hier unten? Ja, Anna, ja. Oder verschwindest du wieder plötzlich? Wehe, wenn du wieder verschwindest. Frau Winter, Sie wollen etwas verschweigen, aber das halten Sie nicht aus. Er war nicht auf mich scharf. Auf Karin war scharf. Warum sagst du denn das? Bin ich nicht runtergekommen mit den Anzügen, mit den Schuhen? Siehst du nicht, dass ich runtergekommen bin? Ja, er kam hier runter. Er schlief mit mir. Aber er dachte immer nur an Karin. Er lag wie ein Hund, immer nur auf der Lauer. Wegen Karin. Schläft sie denn schon? Natürlich schläft sie schon. Sie hat doch noch Musik an. Sie wird vergessen haben, das Radio abzuschalten. Ja, dann muss man es doch ausmachen. Ja, aber das stört sie doch nicht. Man kann doch nicht die ganze Nacht das Radio anlassen. Abgeschlossen? Warum schließt sie denn ab? Hast du ihr gesagt, dass sie abschließen soll? Nein. Sie wird es von sich aus getan haben. Sie braucht doch nicht abzuschließen. Warum schließt du denn ab? Karin! Karin! Was ist denn los? Was ist denn? Ist was, Mama? Es ist nichts, Karin. Du kannst ins Bett gehen. Dein Radio läuft noch, du kannst es abdrehen. Und du brauchst dein Zimmer nicht abzuschließen. Ja, ist gut. Gute Nacht, Mama. Wie ein Hund lag auf der Lauer. Schenk mir ein. Ja, Anna, sofort.
Ja, sie hat mir gefallen, die Karin. Ich mache ja keinen Hehl daraus, weil so ein hübsches Mädchen. Das ist doch nur natürlich. Verstehst du denn nicht, dass das nicht unnatürlich ist? Ich muss noch mal rauf, Anna. Nein, bleiben Sie hier. Ihre Schwester wird gerade vernommen. Vernommen? Und Sie fragen noch, was ich gegen eine Beziehung meines Bruders zu diesen Leuten habe? Sie sind vielleicht gut. Dreck ist das doch. Alles Dreck. Der Meinung war Ihr Bruder offenbar nicht. Er wollte doch diese Frau Winter heiraten. Ja, Sie ihn. Ich war doch wie verrückt hinter ihm her. Jede Nacht hat sie auf der Treppe gehockt und gewartet, bis er nach Hause kommt. Und Ihr Bruder hatte nie die Absicht, Frau Winter zu heiraten? Ja, Sie? Diese Frau? Nein, niemals. Aber er ist doch immer unten. Er hat doch da gewohnt, nicht? Wer behauptet, dass er da gewohnt hat? Hier hat er gewohnt. Hier und sonst nirgends. Und geht immer wieder runter zu einer Frau, aus der er sich nichts macht. Darf ich sein Zimmer bitte mal sehen? Bitte? Kann ich da mal durch? Das ist es. Und Sie heißen Pajak wie Ihr Bruder? Ich bin nicht verheiratet. Ach, das ist nicht Ihr Sohn? Ich bin unehelich. Bitte. Danke. Sagen Sie, Frau Pajak, als die Karin anrief, da hat Ihr Sohn das Gespräch entgegengenommen. Ja, der Ralf. Sie waren nicht zu Hause. Wo waren Sie denn? Ja, wo waren Sie? Ich war unten. Ich war beim Einkaufen. Da haben Sie nichts bemerkt? Der Ort, an dem die Karin niedergeschossen wurde, der ist, ja, wie weit ist der entfernt? Keine 200 Meter. Ich habe nichts gesehen und nichts gehört. Mhm. Da gibt's noch viel bessere. Unter dem Bett. Unter dem Bett? Das sind Studien. Das ist eine rein berufliche Sache. Karin? Ja, aber sie hat ihn nur beruflich interessiert. Wo haben Sie das her? Wer hat Ihnen das gegeben? Ich bin Zeichner. Ich bin darauf angewiesen, dass mir jemand Modell sitzt. Wie ein Hund. Wie ein Hund. Willst du vielleicht etwas sagen? Du? Sprechen Sie, Frau Winter. Er ließ mir ja keine Ruhe. Weil er mir keine Ruhe ließ. Ist was, Mama? Nein. Nein, nein. Ist er nicht gekommen? Doch. Er ist nebenan. Aber... Du freust dich nicht. Lass mich zu dir. Was ist denn, Mama? Bist du nicht glücklich? Er sagt, er will einmal mit dir schlafen. Nur einmal. Mit mir? Ja. Er geht sonst rauf, sagt er. Und kommt nicht mehr runter. Ja. Lass ihn doch aufgehen. Du willst nicht, dass er aufgeht. Willst du denn, dass ich es tue? Mama. Ich will, dass er nicht darauf. Geht.
So, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Ich hab's gesagt, ja, aber ich hab doch nicht geglaubt, dass die kommt. Ist sie denn gekommen? Sie ist gekommen. Glauben Sie denn, die habe ich weggeschickt? Das habe ich nicht. Aber es ist nicht bei dem einmal geblieben. Ich konnte es ihm nicht ausreden. Was meinen Sie, was ich alles versucht habe? Ich bin runtergegangen, ich habe die Tür bald eingeschlagen, ich habe geschrien, komm raus, siehst du nicht, dass diese Leute dich zugrunde richten? Die haben nicht einmal aufgemacht. Die Kleine war's. Die Kleine. Ich hab's gewusst, dass es die Kleine ist. Ich hab's ihm gesagt. Das war nicht die Winter. Die war's auch. Aber die war's nicht alleine. Die Kleine. Die Kleine. In der Hauptsache war es die Kleine, dieses verführerische Luder. Die hat ihn auf seinen Verstand gebracht. Es ist also nicht bei dem einen Mal geblieben. Na und? Hat das die Polizei zu interessieren? Ja, das hat die Polizei zu interessieren. Sie hat ihren Spaß gehabt. Wir alle haben unseren Spaß gehabt. Ausgehen, Mama. Du wirst doch wieder jemanden finden. Sicher. Ich kann nicht. Der Pajak taugt doch nichts. Ich will nicht, dass er raufgeht, Karin. Ich häng mich auf, wenn er raufgeht. Mama. Sie selber hat sie mir doch eingeschickt. Ich gebe ja zu, ich war wie verrückt. Ich habe keinen klaren Gedanken mehr gehabt. Wenn sie reinkam, wenn ich sie sah. Frau Winter, haben Sie Ihre Tochter gehasst? Eine andere Frage, Frau Winter. Haben Sie eine Pistole? Nein, sie hat kein... Eine Pistole? Wie soll die Frau denn an eine Pistole kommen? Die hat man doch nicht einfach so rumliegen. Also ich meine, wenn Sie danach fragen, glauben Sie denn, die Frau hat Ihre Tochter umgebracht? Eine Pistole. Du hörst doch. Sie hat keine. Ich habe hier unten gewohnt. Ich kenne jeden Winkel in dieser Wohnung. Eine Pistole gibt es nicht. Mir fällt etwas ein, Herr Kommissar. Du brauchst auf eine solche Frage nicht zu antworten. Hast du eine Pistole? Das ist gefragt. An dem Abend, als Karin Hilfe holte und der Mann auf mich einschlug, der Mann, den ich mit raufgebracht hatte, der bekam es mit der Angst zu tun. Rannte plötzlich heraus und verlor was aus der Jacke. Dann kam Pajak mit Karin runter und Pajak hat sich dann plötzlich gebückt. Der Kerl hat ja eine Waffe bei sich gehabt. Der hätte sie ja umbringen können, Frau Winter. Ja, ja. Die Pistole, die. Aber die hat ja Frau Winter nicht gehabt. Die habe ich genommen und weggeworfen. Die haben Sie weggeworfen? Frau Winter? Ja, er sagte, die werfe ich weg. Herr Pajak hat also die Pistole an sich genommen. Ja. Um sie wegzuwerfen. Und ich habe sie weggeworfen. Aber
Aber zunächst, Herr Pajak, haben Sie die Pistole doch mit draufgenommen. In Ihre Wohnung. Ja, ja, natürlich. Ich bin ja nicht gleich los. Es war ja Nacht. Ja, dann geht mal rauf. Herr Pajak, bitte. Wollen Sie einen? Haben Sie mir nichts zu sagen, Frau Winter? Dürfen wir mal reinkommen, Frau Pajak? Margit, es geht um die Pistole, die ich mir aufgemacht habe. Ich habe dir doch die Geschichte erzählt und die ich dann weggeworfen habe. Am nächsten Tag habe ich es noch weggeworfen. Ja, ja, die Herren möchten dich danach fragen. Du erinnerst dich doch. Nein, nein, Margit, bitte. Bitte, jetzt du sollst ja nur Schwierigkeiten. Sagen. Ich habe dir gesagt, dass du in Schwierigkeiten kommen wirst. Ich habe gesagt, bleib oben, kümmere dich nicht um die Leute. Hab ich das gesagt, aber du hast nicht auf mich gehört. Da kommt dich tun und lassen und sagen, was ich wollte. Du hast nicht auf mich gehört. Darum geht es doch jetzt nicht, Margit. Die haben dich um deinen Verstand gebracht. Dieses Luder, dieses Kleine, sie hat dich um deinen Verstand gebracht. Ach, was, Margit? Proleten sind das! Proleten! Die Mutter, die Tochter, alles ein Bock! Proleten, gegen die er sich nicht wehren konnte. Zieht einfach runter mit Sack und Pack, blind, einfach ganz blind. Der hatte doch keinen eigenen Willen mehr. Die hat ihn doch erpresst mit der Kleinen. Hattest du noch einen eigenen Willen? Die haben doch mit ihm gemacht, was sie wollten. Ralf, meine Einkaufstasche. Ralf! Ist das das Ding, was Sie suchen? Margit. Ich konnte doch nicht zulassen, dass die meinen Bruder, der mehr wert ist als alle die anderen, dass sie den total vernichten. Ich hab's getan. Kümmere dich um Ralf. Also, Sie haben mir nichts zu sagen. Chef, wir haben das Geständnis, Frau Pajak. Haben Sie gehört, Frau Winter? Ja, der Fall ist gelöst. Wir haben den Mörder. Das wär's. Sie werden benachrichtigt, wenn die Leiche Ihrer Tochter freigegeben wird. Glauben Sie, dass sie gewusst hat, wer Karin getötet hat? Was meinst du, warum Herr Pajak wieder runtergezogen ist zu ihr? Ich glaube, Harry, wir mussten zur Beerdigung dieses Mädchens. Dienstlich? Nein, aber müssen wir immer an den Dienst denken?